von Max Rabe. Das hier ist die aktuelle CD, die DVD, das Buch, der Film und das Filmzubuch. Meine Damen und Herren, einer der erfolgreichsten Künstler unserer Zeit, seit vielen, vielen Jahren auf Tournee in den größten Hallen in den USA, gerade in Israel auf Tournee gewesen, heute Abend bei uns. Herzlich willkommen, Max Rabe! Buch ist es, glaube ich, nicht, aber es ist eine DVD. Genau, und eine CD. Ja, und wir hören sie nachher gleich live. Und zusammen nicht nur produziert, sondern geschrieben mit Annette Humpe. Genau. Ich finde die Humpe-Schwester ist toll. Ja. Ich kann sie aber nie unterscheiden. Es gibt Inga und es gibt Annette. Ja, es sind zwei ganz unterschiedliche, sehr schöne Frauen. Ich finde die auch, jede für sich sehr erfolgreich sind, aber. Die eine hat gerade einen tollen Auftritt hingelegt, habe ich gesehen, beim Echo. Das war Inga Humpe. Das war Annette Humpe? Also die. Auch, den Echo gewonnen hat? Genau. Das war Annette Humpe? Genau. Mit der haben Sie das hier geschrieben? Genau. Ist das die von Zweiraumwohnung? Nein, das ist Inga. Das ist Inga Humpe. Genau. Und Annette Humpe ist ich und ich. Ja, ich muss jetzt selbst auffassen, genau. Ja, ja, aber Annette, die sind toll. Das hatte eine wahnsinnige Energie, der Auftritt von der. Ich habe das gesehen, es war irre. Ja, die hat einer ihrer großen Hits, Berlin, ich stehe auf Berlin. Ja, genau. Mit, nochmal noch. Annette Humpe. Mit Annette, genau. Und Inga ist die Schwester. Ja. Man verwechselt sie manchmal. Ich weiß nicht, ob wir darüber schon gesprochen haben, aber eigentlich sind sie schon. War nicht Inga Humpe gerade beim Echo? Nein, es war Annette. Annette. Annette von Ich und Ich im Gegensatz zu Inga von Zweiraumwohnung. Genau. Wie kommt Max Rabe, den man vom Genre her doch in der anderen Kategorie einordnen würde, zu Annette Humpe? Nun, ich habe mir gedacht, man müsste mal wieder. Also, wie kann man die Haltung des Repertoires der 20er, 30er Jahre in die Gegenwart transportieren? Und das geht natürlich nur, indem man sich musikalisch irgendwie ins Jetzt begibt. So. Ja. Und da haben wir dann überlegt, ob wir sowas mal zusammen machen können. Und dann haben wir uns getroffen. Das ging sofort Schlag auf Schlag. Wo haben Sie sich getroffen? Zunächst bei mir. Mhm. So, und dann, aber ich meine, wie kommt der Kontakt? Verkehren Sie denn selber Clubs oder Restaurants? Oder nee, ich habe sie gefragt. Also erstmal ihre Schwester, die Inga, ja, ja. Wohnt bei mir im Haus. Oh. Ja, wie war die Adresse nochmal? Also, nein, okay. Von Annette? Also Inga Humpe wohnt im Haus von Max Rabe. Es ist sinnlos, dass sie Annette Humpe verfolgt. Bitte? Weil? Nee, Inga Humpe wohnt in einer eigenen Wohnung im selben Haus wie Sie. Genau. Eines dieser Berliner Bürgerhäuser. Ja, so diese Fabrikgeschichten. So. Loft? Ja. Wirklich? Viel selbst gemacht? Aha, die Unterteilung selbst eingemalt. Aha, ja. Also, Inga Humpe, die, wie wir wissen, bei Ihnen im Haus wohnt, und ihre erfolgreiche Schwester Annette reden eines Tages und sagen, Mensch, ich könnte mal eine Platte mit Max Rabe machen. Genau sowas ja. Nicht. Und dann? Nein, wir kennen natürlich gemeinsame Freunde, ja. Und dann habe ich gesagt, ich würde gerne mal mit dir sprechen. Ja. So wie das so ist, lass uns doch mal was zusammen machen. Und wir haben uns dann getroffen und haben uns dann auch wieder verabschiedet. Es war sehr höflich mit der Annette. Und, was bei Ihnen überrascht, weil Sie wirken so rabaukenhaft, wenn man Sie so... Ich kann mich zusammenreißen. Aber heute ist das erste Mal, dass ich Sie nicht in Jeans sehe. Wen haben Sie erwartet? Ja. Also, dann verabreden Sie sich und haben Texte, Musik? Also, sie rief mich dann an und sagt, ich habe eine Zeile. Also, nach dem ersten Treffen war erstmal gar nicht viel. Ich meine, ich war dann auch auf Tournee und dann rief sie an, ich habe eine Zeile für dich, mach dir mal ein paar Gedanken. Und dann haben wir uns kurze Zeit darauf später getroffen und dann hat sie sich ans Klavier gesetzt und gespielt und sing doch mal die Zeile. Und dann ging das so Schlag auf Schlag, wiederholte sich das dann und dann hatten wir sehr gute Ideen. Und beim Verabschieden war das Stück schon fast zu dreiviertel fertig und dann haben wir uns sehr bald wieder getroffen. Und irgendwie 3 Wochen später hatten wir schon 2,5 Nummern ungefähr. Und dann haben wir gesagt, lass uns mal sehen, dass wir da ein Album zusammenbekommen. Und das ging über den ganzen Sommer. Es ist innerhalb eines Sommers quasi entstanden. Und dann haben wir das ratzfatz eingespielt und
ja, jetzt ist es da. Toll, wir werden da nachher ein Stück draus hören. Mit Serlit, mit den wilden Leuten. Ja, das finde ich großartig. Ja. Ich habe das in der Probe schon gehört, das ist fabelhaft, das klingt toll. Hat auch sofort geklappt. Also wir haben uns getroffen, kurz über das Tempo gesprochen und dann ging das ab. Großartig, oder? Ja, finde ich auch. Ja, Profis. Ja, ja. Wofür ich Sie wirklich beneide, warum ich Sie beneide und wofür ich Sie bewundere, so viel Zeit muss sein in der Sendung, in der der Herrenwitz noch zum Tragen kommt. Gefühlte 30, 40 Mal ausverkaufte Carnegie Hall in London, in New York. Ja. Was ist das für ein Gefühl, wenn man sozusagen in the Big Apple on the stage steht? Ja, also ich habe mich auch gefragt, mein Gott, also jetzt stehe ich hier plötzlich, haben die denn keine eigenen Leute so? Viel haben sie auch nicht, muss man ehrlich sagen. Aber das, ja? Das ist natürlich so das Verblüffende. Man steht dann da und steht nur da und singt, während in Amerika alles große Bewegungen macht und herumrennt und ja. Wahnsinnsaktionen. Und dann steht einer da ganz konzentriert und kommt aus Deutschland und singt dann auch noch Deutsch. Und das ist für die Amerikaner nach wie vor sehr verblüffend. Wie viele Plätze hat die Carnegie Hall? 2.800. Und die war wie oft? 30 Mal ausverkauft? Also wir fahren alle zwei Jahre ja. Da einmal hin und dann ist es voll. Ja. Ich weiß nicht. Und ja, aber ja, toll, natürlich. Ich will das gar nicht kleinreden. Tolle Kritiken, das ist auch wichtig in Amerika. Überhaupt, ja? Dass die Zeitungen was schreiben und eben. Dann schreiben die noch so gütig. Ja. Aber wir fahren nächstes Jahr wieder hin, mal gucken. Und das Gastspiel in Israel, auf Empfehlung von Marcel Reich-Ranitzky, oder? Nein, Empfehlung nicht. Ich habe ihn gefragt, was er davon hält. Also er war mal sehr nett bei uns im Konzert und ja? Hat danach sehr gut gesprochen. Aha. Und das klingelte mir so ein bisschen auch in den Ohren. Und dann habe ich ihn gefragt, was halten Sie von der Idee, nach Israel zu fahren und so. Und das hat ihn gar nicht, also fahren Sie. So, das war ihm gar nicht so, er wollte gar nicht so richtig darauf einlassen. Er fand die Idee oder die Frage, glaube ich, überflüssig. Mhm. Und das war wirklich toll. Also vor allen Dingen im Frühjahr, als es hier noch bitterkalt, das war im Herbst. Da war es bei uns ganz kalt und da war es wahnsinnig warm. Aber es war kein Open-Air-Konzert? Es war drin. Wir haben in Tel Aviv und in Haifa und Jerusalem gespielt und es war jeweils drin. Das ist natürlich ein großes Thema. Aber natürlich hat man gemerkt, dass sie in Jerusalem andere Sorgen haben. Hm. Normalerweise. Ja. Aber diese Art von Musik wird da natürlich überhaupt gar nicht gespielt. Es waren sehr viele Musiker da, die sich das auch angeguckt haben. Natürlich auch sehr alte Leute, die aus Deutschland kommen, aus Österreich kommen. Und natürlich gab es da Gespräche und Treffen, so die schon ja, starker Tubak waren für ja. mich. Aber im Allgemeinen sehr, also die hatten also Freude, richtige Freude, das so mal wieder zu hören, auch von den jungen Leuten, die ganz eigenartig fremd auch gleichzeitig so gesagt haben, irgendwie glaube ich das zu kennen oder so. Es ist natürlich auch eine Musik, die gemeinsame Wurzeln hat, diesseits und jenseits des Atlantiks, als ja. auch natürlich in einem Land wie Israel, wo so viele Europäer Fuß gefasst haben.